So, hallo. Willkommen zu meinem allerersten Minecraft-Video. Und ich werde jetzt hier einfach mal eine neue Welt erstellen. Und da machen wir dann ein schönes Let's Play draus. Nehmen wir mal Überleben. Bauwerke, ja. Das ist soweit alles okay. Und dann wollen wir uns einfach mal überraschen lassen, was jetzt für eine Welt kommt. Ich werde immer wieder mal ein paar Videos machen. Ich werde euch auch immer mal wieder ein paar Fragen dazu stellen, beziehungsweise gucken, was ihr gerne haben möchtet. So, wir sind jetzt hier in einem Wald rausgekommen. Das ist schon mal erstmal nicht gar nicht so schlecht, weil wir brauchen ja erstmal Holz. Holz ist mit einer der wichtigsten Rohstoffe in Minecraft. Das erstmal für den Crafting Table, für Stöcke, für Werkzeuge. So, Baumplantage ansehen. Ich hoffe, ich rede nicht zu leise. Das passiert mir manchmal nicht. Und ich musste leider schon mal feststellen, dass mein Mikrofon nicht gerade lauteste Qualität bietet. So, hier haben wir schön große Bäume. Ich werde jetzt auch nicht alle hier abholzen. Aber so mal ein wenig. Das braucht man schon am Anfang. Man kann es eigentlich nie genug haben am Anfang. Deswegen nehmen wir uns jetzt hier ein bisschen was rein. Die Videos werden aufgrund, dass ich noch die 15-Minuten-Grenze drin habe bei YouTube, erstmal auch nur auf 15 Minuten begrenzt werden. Das kann sich später dann noch ändern, aber ich werde erstmal gucken, dass ich immer so, ich sag mal, einen Tag hier in Minecraft hat, glaube ich, 10 Minuten, die Nacht 8, wenn ich das richtig gelesen habe, so dass ich immer mal einen Tag spielen werde und gegebenenfalls ein bisschen in der Nacht mitspielen werde und dann erstmal ein Video abschließen werde immer. So, hier kommt ja schon einiges an Holz zusammen. Ich werde den aber jetzt auch nicht ganz abholzen, sondern ich lasse oben in der Luft jetzt erstmal generell ein bisschen was einfach nur in der Luft hängen. Aus dem einfachen Grund, so wissen wir ziemlich genau, wo unser Startpunkt später ist. Wird da vielleicht nach, irgendwann noch mal ein bisschen Fackeln drauf anbringen. So. Aber die müssen wir uns gleich erstmal holen. Was ich anfangs nicht wusste oder wo ich nicht drauf gekommen bin, sage ich mal. Weil ich spiele auch noch nicht allzu lange Minecraft. Um Fackeln zu kriegen, braucht man ja, wie wir das kennen, Stöcke und Kohle. Und deswegen habe ich am Anfang teilweise wie bekloppt immer Kohle gesucht. Was aber am ersten Tag nicht immer unbedingt allzu schnell geht, wenn man da nicht gerade ein paar passende Höhlen voneinander hat, muss mir dann irgendwann auch mal die Trichter aufziehen. Und ich das dann auch mal ein bisschen recherchiert habe und das wirklich machbar ist, dass man aus Holz einfach Holz bekommt. So, jetzt haben wir erstmal Holz. Jetzt gucken wir erstmal, wo sind wir überhaupt. Oh, da drüben, das sieht natürlich schön aus. Seht ihr? So, ich gehe mal ein bisschen extra seitlich. Generell sieht das ja schon gar nicht so schlecht hier aus. Allerdings, was ist auf der anderen Seite der Insel? So, wo war ich eben bei der Kohle? Mit Holzkohle kann man eigentlich relativ gut herstellen. Ah, ich möchte mich jetzt auch nicht allzu weit vom Spawnpunkt entfernen. Indem man einfach nur Holz verbrennt. Im Ofen. Den müssen wir natürlich gleich erstmal bauen. So, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte vom Tag, glaube ich, hinter uns, ja. Ah, hier ist sehr viel Dschungel. Dann gehe ich erstmal zurück. Also mit Kohle und Stein haben wir es jetzt erstmal schwieriger. Da müssen wir dann später erstmal eine Expedition machen. Glaube ich mal. Deswegen werde ich jetzt einfach da vorne am Strand mal so ein kleines Strandhäuschen aufbauen für die erste Nacht. Denn wir wissen ja, die lieben Monsterchen kommen auch irgendwann.
Das Ding scheint alles zusammen zu sein. So, jetzt geht es aber erstmal drum. Wir brauchen erstmal aus dem Holz ein paar Bretter. So, 64 können wir. Das reicht erstmal. Das andere Holz lasse ich jetzt auch erstmal. Ah, wir brauchen doch Stein für den Ofen. Also, zwei Optionen. Wir laufen jetzt rum und holen jetzt ein wenig Stein. Oder wir buddeln uns gleich quer in die Erde. Ich gucke jetzt mal ganz just. Ob wir hier irgendwo Fels haben. Da vorne könnte Fels sein. Ich muss mich allerdings auch nicht... Ja, da haben wir. Ein bisschen ranhalten. Weil... Der erste Tag merkt sich gleich schon am Ende. So, das heißt, wir machen uns jetzt mal ganz kurz ein Crafting Table. Den kann man nachher wieder abbauen, das ist nicht das Problem. Wie ich sehe, haben wir auch schon zwei unterschiedliche Setzlinge. So, dann brauchen wir noch ein paar Stöcke. Und daraus machen wir uns jetzt erstmal eine Spitzhacke. Die wird nicht allzu viel aushalten am Anfang, ist aber auch nicht so das Problem, sage ich mal. Weil wir jetzt erstmal nur ein paar Steine brauchen. Wenn wir Glück haben, stoßen wir direkt noch irgendwo auf Kohle, aber ich glaube es eher weniger. Wie gesagt, dafür holen wir uns zur Not dann gleich eben Holzkohle rein. So. 4, 8 brauchen wir Minimum. Für ein bisschen Werkzeug baue ich direkt ein bisschen mehr ab. Denn Steinwerkzeug ist besser wie dieses komische Holzwerkzeug, was wir jetzt haben. Geht zwar auch schon relativ gut, aber mit Stein, das werdet ihr später merken, geht es noch wesentlich schneller. So, 3/4 vom Tag sind jetzt gleich herum. Das sollte man normalerweise nicht mit einem anderen Werkzeug machen, das ist mir jetzt gerade egal gewesen. So. 22 Steine reichen erstmal. So, den bauen wir wieder ab, nehmen wir mit. Und dann geht es jetzt erstmal ab zu unserem Startpunkt. Okay. Normalerweise läuft er mit der Zeit schneller, wenn man zweimal tickt, aber will gar nicht. Ah, das meinte ich eben. Ich hätte jetzt auch besser springen können, aber da waren die Wolken. Nicht Wolken, die. War das jetzt hier der Startpunkt? Ich glaube schon, ne? So, jetzt bauen wir uns erstmal unseren Crafting Table wieder auf. Zap. Ja, so. In dem machen wir uns jetzt einen kleinen Ofen. Das machen wir aus 8 Steinen. So. Den platzieren wir uns erstmal direkt hier neben. Und sorgen jetzt erstmal dafür, dass wir einmal in Holzkohle kriegen. In der Zeit nehme ich jetzt schon mal unsere Bretterchen und baue uns unsere erste kleine Hütte, die uns jetzt erstmal nur am Anfang ganz primitiv beschützen soll. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit sinnvoll das gerade ist, dass ich direkt neben dem Ofen Holz aufbaue, weil ich meine mal gehört zu haben, aber ich habe es selbst noch nie ausprobiert, dass Holz neben dem Ofen auch entzündet werden könnte. So, jetzt brauchen wir noch eine kleine Tür. Das macht man mal eben aus 6 Brettern. So, wunderschön. Wir haben die erste Hütte. Jetzt brauchen wir noch mal ein paar Stöcke. Ja, und... Na. Und Holzkohle haben wir auch schon. Ja, braucht man ein bisschen mehr. Das Holz verbrennt leider sehr schnell, da wäre Kohle halt sinnvoller. Aber so haben wir schon mal zumindest 4 Fackeln. Die setze ich jetzt einfach mal. Achso, Fackeln haben wir noch nicht, aber jetzt gleich. So, 16 Fackeln. Okay. Na. Die setze ich jetzt auch einfach mal hier quer hin. Denn wo es hell ist, spawnen keine Monster. Das ist eine schöne Eigenschaft, die man sich immer gut zu Nutzen machen kann, wenn man dann überall mal hier und da ein bisschen Licht verteilt. Zudem sieht man, falls Monster kommen, auch relativ gut in der Nacht. Nicht wundern, ich setze die jetzt einfach ein bisschen willkürlich hier hin.
einfach nur, damit wir es jetzt gleich, wenn es Nacht wird, hier ein bisschen heller haben. Oh, oh, oh. Das war jetzt etwas doof. Aber zum Glück kann man sich aus Sand immer gut rausbuddeln. Das muss man nur nachher mal wieder zumachen irgendwann. So, dann bringen wir uns hier auch noch ein bisschen Licht an. So, und damit haben wir wieder ein bisschen mehr Kohle. Ich mache nochmal ein paar Stöcke bei. Kann man eigentlich nie genug haben. Und Fackeln. Die brauchen wir jetzt erstmal. So. Oh, machen wir hier nochmal ein bisschen Licht rein. So, wie wir sehen, es wird gleich dunkel. Das heißt, ich verteile jetzt einfach hier nochmal ganz schnell just über ein paar Lichter. Je mehr Licht, desto besser am Anfang. Desto weniger werden wir überrascht werden. So. Und die Welt erkunde ich dann später mal ein bisschen besser. So, jetzt haben wir schon mal schön Licht. Das habe ich natürlich nicht mehr für... Doch, für die Decke habe ich wohl noch was. Das machen wir nämlich jetzt mal eben mit Stein noch mal hier in der Decke drüber. Andersrum sieht es zwar vielleicht eleganter aus. Sprich, Steinmauern mit einer Holzdecke. Aber wir wollen ja nicht genau so richtig sein. Ne? Zwei habe ich noch. Und drei natürlich nicht. Aber wurscht. So. Ein Bettchen habe ich noch nicht. Deswegen müssen wir die erste Nacht jetzt mal wach bleiben hier. Und mal gucken, dass keine Monster kommen. Wie ihr seht, hier wo es hell ist, ist auch absolut kein Monster. Was allerdings ist, da hinten ist nicht allzu weit, wo es dunkel ist, da könnten dann gleich Monster herkommen. Vor allem müssen wir ein bisschen auf die Creeper aufpassen. Nicht, dass die uns die schöne Hütte dann in die Luft jagen. In Anführungszeichen schön. Ich meine, es ist ein kleiner Block. Und ringsherum zu. Daher wird es erstmal für jetzt die Zeit reichen. Das ist natürlich hier etwas unschön. Aber ich denke, wir werden hier eh noch mal ein bisschen generell Sand abtragen. Das kann man jetzt mal kurz noch machen, bevor ich jetzt das Video auch gleich beende, weil wie gesagt, ich darf momentan nur 15 Minuten hochladen bei YouTube. Und ich muss daher auch ein bisschen immer auf die Uhr achten. Ich nehme gleich dann halt auch die nächste Folge schon nach. Ich werde jetzt einfach die Aufnahme kurz unterbrechen. Ich werde dann gleich eine neue starten. Dafür gehe ich jetzt einfach mal in die Hülle rein. Bitte. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder.